Willkommen an diesem wunderschönen Freitag bei Mario & Luigi Partners in Time. Im letzten Part haben wir die Story herausgefunden, dass wir die Kobaltsternsplitter finden müssen. Den wir im vorletzten Part in Baby Bowsers Schloss gefunden haben. Und die Toads ihres Elan beraubt werden. Und wir jetzt in die Fabrik müssen, um diesen Kobaltsternsplitter rauszuholen. Und ich stelle mich mal wieder wie der letzte Vollidiot an. Und machen wir mal direkt die Feuerblume. Wir haben nämlich neue Bros-Items gekriegt. Okay, das ging schnell. Und wir können jetzt vielfacher angreifen. Let's go. Ups. Nice! Let's go! Hä? Ich hab gedrückt! Was willst du? Scheiße. Hier noch was? Ja, aber das checken wir gleich. Werde schwächer. Elanfabrik. Okay, sieht so aus, als müssten wir den Gegner besiegen. Damit wir weiter können. Beziehungsweise in den nächsten Raum. Aber ich möchte ja so gut wie es geht leveln, deshalb nehmen wir mal alle Gegner mit. So. Oi. Geil. Und wir kriegen unsere Items zurück. Nice. Dün, 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 dün. Dün, dün, dün. Dün, 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 dün. Okay, was müssen wir jetzt machen? Gibt wohl jetzt extra EP für die Babys. Mich hat schon immer an diesem Spiel gestört, dass Mario und Luigi nicht gleich auf sind, was die EP betrifft. Baby Mario und Baby Luigi hingegen schon. Gerade rede ich davon, schon kommt der nächste Kampf. Oh, stimmt, das ist, da braucht man 4 für. Dann grüner Panzer, I guess. Von denen wir leider nicht mehr so viele haben, sehe ich gerade. Y, X, Y, X,
Y, X. Scheiße! So, Dalle. Let's go. I guess nächste Piranha-Pflanze. Au, scheiße. Ich muss unbedingt gleich mal Gruppenheilung machen. Ich habe 37 Pilze, wieso nutze ich keinen davon? How the fuck habe ich überhaupt 37 Pilze? Ich wollte gerade fragen, kann das Ding nicht mal langsam sterben? So, und jetzt hier lang. So, und das muss jetzt das letzte sein. Erstmal lese ich das hier. Etwas ruft nach dir. Es ruft aus dem Baumstumpf. Es sagt, du sollst werfen mit X oder Y. So. Perfekt. Nun haben wir alle Gegner hier in dem Bereich abgesahnt. Jetzt nur noch die Babys sicher zurückbringen und dann können wir das Ding schon abfeuern. Luigi, du hast die Ehre, das Ding abzufeuern. Luigi hat einfach einen Waldbrand verursacht. Let's go. Oh, stimmt, wir haben ja alle bei uns. Oh je. Die Macht der Vier ist unüberwindbar. Das Ziel ist die Lernfabrik der Schubs. Aber mit Sicherheit. Unbewegliche Jeans. Fabrik voraus.
Tschego. Okidoki. Okay, nun haben wir 4 Gegner. Oi, das ist der Ohreneffekt. Und Level 6 für Mario. Das erhöhen wir, versuchen wir uns an den KP. Akzeptabel. Level up für Luigi, let's go. Und wir erhöhen seine Geschwindigkeit. Hoffentlich nicht diesmal wieder um 1. Ich halte das nächste Mal die Fresse. Baby Luigi. Mario. 2 im Bad. Nett. Und Baby Luigi, diesmal richtig. So, sein Angriff ist am niedrigsten. Und wir kriegen eine 3. Perfekt. Hey, der Angriff ist jetzt so hoch, wir machen mehr Schaden. Perfekt, wir können 35 Schaden mit dem Ding jetzt machen. Aber ich möchte euch nun mal jetzt auch die Kanonenbrüder zeigen. Sobald die mal aufhören, mich zu attackieren. So. YXBA. YXBA. Let's go! Und direkt nochmal. YAXB. Fuck! Scheiße. Was ist das hier hinten? Ach so, derselbe Weg wie vorhin. Die Lernfabrik. Aber wir können hier nicht rein. Wir müssen erstmal hier weiter. Reisetipps! Reist auf der schwebenden Plattform, um dornige Pfade zu überwinden. Wenn ihr einen Block anstoßt, sollte sich die schwebende Plattform in Bewegung setzen. Top Forst Försterbüro. Let's go! Okidoki. Oh yeah.
La la la. Kriegen wir Borstblume? Okay, wir müssen die Babys hier reinschmeißen. Oh. Stimmt, ich wollte mir die Ausrüstung mal ansehen. Verliere nur wenige Fünzen bei der Flucht aus dem Kampf. Ja, cool. Machen wir Sparen noch, Mario. Unbewegliche Jeans. Verstärkende Jeans, die den Träger zum Berserker machen. Das wird sich ehrlich gesagt echt nicht lohnen. Luigi hätte dann nur 13 Verteidigung, aber dafür 20 Angriff. Nee. Die Hose ist schlecht. Ach, ich wollte sowieso guck mal hin. So, zurück auf die Plattform. Oh, Luigi! Wie hat er den Input nicht akzeptiert? So, let's go. Dum, dum. Ein Superpilz. Nett. Oh. Story. Ja, ich habe ein Motherboard wieder zum Leben erweckt. Ein paar Sekündchen mal. Ich hatte noch eins rumliegen. Und die Wärmeleitpaste, die war eingetrocknet. Bei Brustblumen, perfekt. Und was befindet sich hier drin? Hoffentlich kein Gegner. Nö, Brustblumen. Nee, warte. Brustpanzer oder wie auch immer die Dinger heißen. Gibt's auch irgendwo einen Speicherpunkt? Denn ich überziehe den Part gerade schon wieder fast. Dum 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 d
Scheiße. Perfekt, sie sind tot. Wir haben jetzt nur noch diese blöde Piranha-Top. Let's go. Okidoki. Nicht noch mehr. Aber ich habe mir gedacht, ich nehme jeden Gegner mit. Also nehme ich jeden Gegner mit. Ob ich Kämpfe in Zukunft rausschneiden werde, überlasse ich mal eurer Entscheidung. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Scheiße. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, sondern auf OBS geguckt. Danke und nochmal danke. Zack. Oh, Level Up! Was machen wir denn Schönes? Wir erhöhen Maris KP. Gut, ich habe nicht gesagt, dass es was Gutes wird. So, Luigis Geschwindigkeit. Ich sollte mal die Verteidigung erhöhen. Ich hab da Fünfen gesehen. Okay, gucken wir mal. Na, eher schon bei den KP. Alter Schwede! Jackpot! Und was ist hier drin? Oh nein, nicht schon wieder. Aber wozu dieses Steuerelement gehört, finden wir im nächsten Part raus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, freue mich, dass ihr wieder am Montag einschaltet. Bis zum nächsten Mal und tschüss.